Hallihallo aus dem Ruhrpott. Hier ist Trains in Play. Ich begrüße euch aus der Baureihe 185 von Beacon Rail. Da sehen wir es. 185 Lokomotive 591-5. Also eine Lok der Baureihe 185.2. Und wir haben hinten dran einen Stahlzug. Wir stehen hier aktuell in Bochum und fahren diesen Zug hier nach Mülheim West. Aufgebügelt ist er schon. Insofern können wir eigentlich losfahren, mehr oder weniger. Mal schauen. Ja, das Signal zeigt, dass wir, glaube ich, schon fahren dürfen. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir einmal ein. Okay, und Fahrtrichtungswender rein. Zugbeeinflussung. Störung. Urucha. Ružinová střadačová brzda. Ružinová střadačová brzda. Ružinová střadačová brzda. Potvrzení návěst. SHP. Okay, so einmal das ganze Sprachensystem durchgelaufen. Die PZB scheint soweit zu funktionieren. Wir probieren es nochmal aus. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Jawohl, das klappt alles. Wir stellen einmal das Display hier vorne um. Okay. Dann können wir eigentlich das Licht auch hier ausmachen. Instrumentenbeleuchtung ist an. Spitzensignale sind an. Vorne dreimal weiß. Hinten haben wir Zugschlusssignale. Die Zugschlusstafeln. So muss das sein. Das Netz ist das der DB. Das passt soweit. Wir sind ja hier im Ruhrgebiet. Das gehört definitiv zu Deutschland. Dann AFB lassen wir erstmal zum Anfahren aus. Lösen die Bremsen. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal an. Sind natürlich in der Einschränkung 45. Wir dürfen ausfahren mit 25. Ich verstehe gar nicht, warum es hier so hell ist im Führerstand. Die ganzen Lichter sind doch aus. Mir nicht so ganz ersichtlich, warum es hier so hell ist. Aber okay, dann sehen wir wenigstens, was im Führerstand. Der ganze Zug den Weichenbereich verlassen hat. Eine 204, sehr schön. So, jetzt dürfen wir hochgehen. Wir sind in der mittleren Zugart, heißt also vor Max 120. Und ich glaube, die dürfen auch mit unserem Zug hier ausfahren. So,
Insofern aber schön Leistung hoch. Da können wir natürlich auch ein bisschen was einstellen. Das ist die 185 aus Dresden-Riesa. Also die vom 185, die definitiv den größten Funktionalitätsumfang hat, bei der wir sogar das Stromnetz umstellen können und sich der Panto entsprechend auch hebt. Zumindest können wir den Schweizer Pantographen heben, das haben wir auch schon mal gemacht, als wir mit der 185 in der Schweiz gefahren sind. Unschön ist natürlich die Tatsache, dass hier nicht das Schweizer Sicherheitssystem verbaut ist, aber gut, konnte ja keiner wissen, dass die 185 in der Schweiz fährt. Und hier ändert sich dann auch nicht das Symbol von DB auf SBB bzw. auf die Schweizer Flagge, sondern das bleibt dann halt bei DB. Aber der entsprechend richtige Panto hebt sich. Und das ist auf jeden Fall schon mal gar nicht mal so schlecht, dass auch solche Spielereien mit verbaut sind. Das wusste ich bis vor einiger Zeit auch noch gar nicht. So, dann würde ich sagen, können wir einmal die AFB hochlegen, AFB anschalten. Abschalten. Wir haben die 120 erreicht. Leicht die E-Bremse rein. Ein bisschen stärker. Wir wollen ja nicht runtergebremst werden durch die PZB. Wattenscheid. Vorbei hier am Stellwerk. Rechts übrigens die A40, die Autobahn. Und dann würde ich sagen, stellen wir uns einmal hier hin und beobachten unseren Zug. Sehr schön. Und da verschwindet er hinter der Kurve. Leistung wieder aufschalten, damit wir hochkommen auf die 120. Wir wollen ja nicht so viel trödeln. Hier auf der Strecke ist realistischerweise sehr, sehr viel unterwegs an Zügen. Nahverkehr, Fernverkehr und hin und wieder auch mal der Güterverkehr. Auch wenn der Güterverkehr hier nicht so oft zu sehen ist. Tatsächlich in Realität. Das passiert mal, wenn es irgendwo Baustellen hier auf dieser Strecke gibt, irgendwie im Abschnitt zwischen Bochum und Duisburg, dann sieht man durchaus auch mal einen Güterzug hier. Aber normalerweise nutzen Güterzüge eher selten die Strecke hier zum Durchrollen.
Häufig werden Güterzüge, was zumindest das Ruhrgebiet angeht, da sieht man, glaube ich, am ehesten noch so im Bereich Krefeld. Da kommt das sehr, sehr oft vor. Natürlich Duisburg, ganz klar. Das, was so in Essen hält bzw. fährt, ist hauptsächlich anzutreffen in Essen-Delwig über die Strecke. Ja, was war's? 100, oder? Nee, hab jetzt kurz nicht hingeguckt, was auf dem Signal stand. Genau, also Güterzüge in der Regel in Essen eher dann über Essen-Delwig. Und die Strecke haben wir hier nicht. Und in Bochum weiß ich es tatsächlich nicht, wo man da am ehesten Güterzüge antrifft. Aber wohl auch eher nicht so oft. Ich weiß nicht genau, über welche Strecke wir geleitet werden. Ach, über das Gleis hier rechts. Okay, dann müssen wir runter auf 100. Also so viel Streckenkette, das habe ich schon. Hier links der ICE, der hier geparkt ist. Danke an den lieben Fabian für seine Mod, die das möglich macht. Ich weiß leider nicht mehr zu 100%. Ich weiß leider nicht mehr zu 100%, von wem genau das Repaint hier stammt. Der Beacon Rail Lock. Ich werde es auf jeden Fall suchen für das Video. Und wenn ich es gefunden haben sollte, dann ist der Link zum Repaint auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und wenn nicht, dann habe ich es entweder vergessen, was bei mir recht selten passiert, oder ich habe es einfach nicht gefunden. Das tut mir dann leid an der Stelle an die Person, die das Repaint erstellt hat. Das ist ein sehr, sehr schönes, auch ein sehr detailliertes mit den ganzen Fahrwerksanschriften. Aber leider habe ich dann mit 100 über die Weiche. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Und noch einmal darüber. Ja, das ist immer wieder hier dieser Streckenteil, der einfach. Also das ist halt einfach schlecht gemacht, so dass der Zug immer über diese Weiche geleitet wird. Dosto, der 146. Dass hier links S-Bahn geparkt sind, auch das ist die Mod für Hauptstrecke Rhein-Ruhr vom lieben Fabian. Habe ich ja schon mal vorgestellt. Und hier sehen wir es natürlich wieder sehr, sehr schön, die ganzen S-Bahnen von Hauptstrecke Rhein-Ruhr und Rhein-Ruhr-Osten. Hier einmal in diesem grünen VR-Design und einmal in dem ganz normalen roten, verkehrsroten DB-Design. Das grüne VRR-Design ist auch eine Mod und nicht so im Basisspiel mit drin. Einmal vorbei an Essen West. So, dann haben wir, glaube ich, nicht mehr allzu lange, 8 Kilometer noch, und dann sind wir schon in Mülheim. Und da übernimmt dann die Kollegin später. Dementsprechend lasse ich jetzt erstmal hier nur ausrollen. Vorsignal ist grün. Vorbei in Essen, Frohnhausen. Hier rechts die alte, die ehemalige Abzweigung in Richtung Essen-Borbeck. Heute wird das mit einer Unterführung bzw.
Ja doch, ist es ein Unterwerfungsbauwerk? Gibt es das? Unterwerfungsbauwerk? Mittlerweile ist die Abfahrt so geregelt. Früher war das da noch die Weiche da rechts. Die ist aber heute mittlerweile nicht mehr genutzt. Wir lassen weiter nur ausrollen. Geht sogar leicht bergab, glaube ich. Ja. Insofern brauchen wir da jetzt gar keine Leistung aufzuschalten. Stattdessen müssten wir da gucken, dass wir noch die E-Bremse ein bisschen mit reinbringen, bevor wir hier zu schnell werden. Mal wieder eine Fahrt ohne Zwangsbremsung wäre nicht schlecht. Das würde meinem Ego gut tun. Schon, glaube ich, mehr oder weniger Mülheim. Das Teil zu erwarten ist nicht für uns. Für uns gilt das rechte Signal. Huch, da hat aber die Lok gefehlt. Da hat die Lok gefehlt. Ah, Glück gehabt. Ich dachte, jetzt käme mir ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt. So, mit 100 vorbei am Mühlheim Hauptbahnhof. Parallelausfahrt mit der S-Bahn. Oder der Regionalbahn, Regionalexpress. Oh, ist das herrlich, oder? Ach, sowas ist einfach. Solche Momente sind einfach die schönsten im TSW, ganz klar. Wenn man solche Situationen hier hat. Und jetzt gleich werden wir vermutlich überholt, weil die S-Bahn, weil die 425 ein bisschen mehr Pfupf hat als wir. Oder zumindest ein bisschen ja, freie Fahrt hat. Anders als wir. Die schleunigst auf unter 70 runterbremsen müssen. Das ist jetzt volle Bremskraft, bevor die Notbremse kommt. Ich hoffe, das reicht. Oh. Ja. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. So viel zum Thema. Eine Fahrt ohne Zwangsbremsung würde meinem Ego gut tun. Tja. Goodbye Ego und Hallo halt zu erwarten.
Aber wenigstens können wir jetzt mal hier einen Screenshot machen, oder? Hier so mit der Brücke im Hintergrund. So ein gutes Thumbnail. Das brauche ich noch. So vielleicht. Na? Höchste Zoom-Stufe. Ja, nee, ist ein bisschen zu viel, aber so ist gut. Okay. Jawohl, wir bewegen uns. Um halt zu erwarten, das Signal hier gilt für uns. Das nicht. Schön, wenn man hier so reinzoomt, die ganzen Oberleitungen, die verbaut sind, guckt euch das mal an. Verrückt, oder? So, das muss bestätigt werden. Schneller als 40. Bringt ja nichts, wenn wir eh gleich halten müssen. Können wir eigentlich noch ausrollen und da sehen wir wieder die ganzen S-Bahnen. Hier RE33 vorne unterwegs, das ist glaube ich der RE42. Hier rechts rüber. Und langsam einbremsen. Halt an. Halt an. Halt an. Halt an, liebe Lok. Okay, gut. Ich dachte, jetzt fahren wir noch, weil es so schön war, über ein rotes Signal. Oh, ich soll noch 12 Meter fahren. Nee, das mache ich nicht mehr. Da habe ich keine Lust drauf. Wir stehen perfekt. Würde ich sagen, eine, ja, fast stolper- und holperfreie Fahrt, aber auch nur fast. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. So, alles Liebe, alles Gute. Ciao, ciao.